herzlich willkommen zu meinem Vortrag über das CMake-Umfeld. Das CMake-Umfeld ist eben nicht nur CMake, was vielleicht jemand erwartet, sondern auch dazugehörige Programme, die ich hier auch behandeln werde. Es wird auch eine kurze Einführung in CMake werden, aber leider nur eine kurze Einführung. Ich habe eine Stunde Zeit und muss eigentlich fast zwei Vorträge darunter bringen. Ganz grob, um was geht es? Erst einmal um das CMake-Bildsystem. Das CMake-Bildsystem ist vielleicht schon einigen bekannt. Nein? Ja? Dient eben zum Bauen von Software, zum Finden von Bibliotheken, die man verwenden will, zum Installieren von Software. CPAC ist das dazugehörige Programm, um Software zu paketieren. Man kann erst einmal logischerweise Target-Z, ZIP-Files etc. machen, man kann Debian-Pakete machen, man kann RPM-Pakete machen, man kann Windows-Installer machen, man kann auch Pakete für macOS machen. Das habe ich bislang selbst noch nie verwendet, ich habe keinen Mac und behandle ich hier im Vortrag auch nicht. CTest ist das dazugehörige Programm, um Software testen zu können, für den Fall, dass man einen Fehler eingebaut hat, helfen einem automatisierte Tests, um die zu finden. Und C-Dash ist ein webbasiertes Dashboard, um die Ergebnisse von eben den obigen Programmen, auch C-Test, praktisch in einem Programm darstellen zu können, also in einem Webbrowser darstellen zu können. Ja, fangen wir an. Was ist CMake? Es ist ein High-Level-Build-Tool. High-Level heißt, darunter gibt es ein Low-Level-Build-Tool im Unix-Umfeld, in der Regel Make. Und darüber steht CMake. Das ist vergleichbar mit Autoconf Automake oder S-Cons. Man ruft erst einmal CMake auf, anschließend ruft man Autoconf, ruft man Make auf und das baut dann wirklich das Programm. CMake unterstützt nicht nur Make als Low-Level-Build-Tool, sondern man kann auch gegebenenfalls Visual Studio Projektfiles damit erzeugen, man kann für Xcode Projektfiles erzeugen. Also man kann auf das Native-Build-Tool, das man auf der jeweiligen Plattform zur Verfügung hat, kann man die Projektfiles oder Makefiles oder was auch immer erzeugen. Ja, und eben, das habe ich hier unten geschrieben, KDEvelop 3 wird noch unterstützt, CodeBlocks, Eclipse, je nachdem, was man eben verwenden will. Und eben, das Hauptthema ist nicht nur das Bauen, sondern auch Testen, Paketieren etc. Wo wird es verwendet? Es wird verwendet bei KDE, die haben das komplette Projekt vom alten Autoconf Automake System nach CMake umgestellt und das dürfte eine ziemliche Prozedur gewesen sein. Die haben auch CMake im Zuge dieser Umstellung etwas erweitert. MySQL wird damit gebaut, Scribus wird damit gebaut und etliche freie Softwareprojekte verwenden CMake, um das Ganze zu bauen. Wie schaut sowas aus? Wir machen ein Hello World Programm. Ich sage erst einmal Project, Projektname. Dahinter könnte ich noch angeben, die Programmiersprachen, die verwendet werden, schenke ich mir hier. Ja, dann kommt bei neueren CMake-Versionen eine Zeile dazu, CMake Minimum Required, welche Version ich haben will. Man kann sie auch weglassen, dann bekommt man eine Warnung. Neuere CMake-Versionen erwarten, dass angegeben wird, welche Minimalversion wirklich verwendet wird. Und ich möchte ein C-Programm kompilieren. Schaut in diesem Fall so aus. Add executable, hello world. Das ist mein ausführbares Programm. HelloWorld.c ist der dazugehörige Source Code. Und am Schluss möchte ich das Target Hello World, das ich hier oben kompiliert habe, in das jeweilige Bin-Verzeichnis hinein installieren. Die Variablen sind case-sensitiv. Ich habe hier noch keine Variablen verwendet, da komme ich in der nächsten Folie dazu. CMake-Funktionen, eben zum Beispiel Project, CMake Minimum Required, Add Executable etc. sind case-insensitiv. Und ja, früher war die Empfehlung, schreib mal das doch bitte alles in Großbuchstaben. Ich habe es hier bei Project noch in Großbuchstaben stehen.
Und irgendwann war die Empfehlung, ja, Großbuchstaben bedeutet eigentlich sowas wie anschreien. Schreibt man doch die SIMIC-Funktionen alle in Kleinbuchstaben. Bei mir ist das dann teilweise noch eine ziemliche Mixtur. Also ich bin noch etwas gewohnt, das in Großbuchstaben zu schreiben, aber manchmal komme ich dann dazu und bessere die Funktionen auf Kleinbuchstaben aus. Ja, ganz kurz noch, wo baut man das ganze Ding? Es gibt zwei mögliche Arten, wie man Software bauen kann. Das erste ist in Source. Direkt im Source Code ruft man .configure auf oder im CMake auf. Die generierten Dateien, Object Files, Executables, was auch immer, PDF-Files, vielleicht das LaTeX-Source-Code, werden direkt da generiert, wo die Software, der Source-Code rumliegt. Ist mühsam, weil man benötigt ein Make-D-Clean, vielleicht Make-Dist-Clean. Man verschmutzt sich quasi das Source-Code-Directory. Und die zweite Variante ist ein Out-of-Source-Build. Das heißt, das Build-Directory ist zu Beginn komplett leer. Ich sage Configure oder in diesem Fall CMake, Pfad zum Source Directory. Das wird von CMake supported, ist sehr empfohlen und eigentlich wird eigentlich fast immer so verwendet. Make clean, ja, rm-rf Stern im Build Directory. Alles weglöschen, passt und ich kann wieder neu starten. Der Vorteil ist auch, ich kann aus einem Source Code mehrere Builds machen. Vielleicht ein Debug-Build, einen Release-Build. Kann ich mehrere Builds machen, auch mit verschiedenen Optionen enabled, aus einem Source Code. Und ich muss den Source Code nicht viermal rumliegen haben. Wir schauen uns das ganze Ding einmal an, wie das ausschaut, direkt live. Ich habe hier in der ersten Zeile CMake und dann einen Pfad zum Source Code. Ich mache das gleich live eben in der Shell. Was ich hier habe, sind irgendwo Beispiele. Ja, irgendwo gibt es ein Hello World Verzeichnis. In diesem Verzeichnis drin ist erst einmal mein cmake-list.txt, ein main.c, das ist mein Hauptprogramm, und ein readme.txt habe ich auch noch irgendwie dazu gepackt. Und mein cmake-list schaut im Prinzip so aus. Ja, genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich brauche ein CMake Minimum Required. At Executable, hier habe ich es wieder groß geschrieben. Baue mir das Hello World Programm aus dem C Source Code und installiere es ins Binary Verzeichnis. Ich gehe zurück in ein Bildverzeichnis. Das habe ich mir hier angelegt. Das ist momentan leer oder sollte leer sein. Es ist nicht leer, also jetzt ist es leer. Ja, und was rufe ich auf? CMake, Punkt, Punkt. Ja, warte mal, ich werde die Shell, dass man es ein bisschen besser sieht. Ja. Punkt, Punkt und ja, Hello World. Das ist der Pfad zum Source Code, den ich hier angebe. CMake sucht erst einmal einen C-Compiler, es sucht einen C++-Compiler, schaut, ob die ganzen Dinger funktionieren. Welchen Compiler hat er gefunden? Ja, ist okay. Generating done. Build files have been written. Und ich habe hier dann ein Make-File generiert bekommen und kann hier dann Make aufrufen, um mein Programm zu kompilieren. Ja. Building, Linking, fertig. Mein Programm ist fix und fertig gebaut. Was ich hier im Ding noch drin habe, ist ein Cat Punkt Punkt Hello World CMake List. Ich habe den Install-Befehl auch schon drin. Das heißt, ich könnte auch das Make Install aufrufen. Ich habe hier auch eine Art Hilfefunktion. Was kann ich alles machen? Ja, ich kann mir das main.o bauen.
das I und S, also das ist einmal nur die Präprozessoranweisungen ausgebaut und einmal in den Assembler-Code. Und ich kann eben auch zum Beispiel ins Mac Install aufrufen, würde in diesem Fall, ich probiere es aus, es wird nicht funktionieren, weil ich nicht rot bin, Mac Install, ja, er würde mein Hello World nach User Local Bin Hello World installieren, geht nicht, ich habe keine Rootrechte. Also habe ich schon, aber momentan nicht. Wenn man einen Pfad angeben will, also so Configure minus minus Prefix ist gleich, gibt man an der Kommandozeile noch eine weitere Variable an, minus D, sprich Define, CMake Install Prefix, Doppelpunkt Pass, das könnte man auch weglassen, ist gleich, in diesem Fall MyPass, ist gleich wo immer, würde das Programm dann eben nach, nicht nach UserLocalBin, sondern nach Opt Hello World Bin oder wohin auch immer installieren, wenn man eben das Programm woanders installiert haben möchte. Ja, wie schaut das aus mit mehr als einem C-File? Man kann Variablen setzen, einfach set var auf Wert, zum Beispiel set var, ja, also set C-Files auf a.c, b.c, c.c oder man könnte es auch durch Strichpunkt trennen in einer Liste und könnte dann die Variable verwenden, um, wenn man mehrere C-Files hat, sämtliche C-Files auf einmal zu einem Executable zusammenzulinken. Beim Aufruf, ich habe das vorhin schon verwendet, beim CMake Install Prefix, kann man mit minus D noch weitere Variablen setzen. Was auch ganz praktisch ist, ist File Globbing, File Glob Hello World Sources, ja, Stern.c. Sucht im aktuellen Verzeichnis alle C-Files, macht mir eine Liste daraus und daraus kann ich dann mein Hello World Programm kompilieren. Was wir hier schon verwendet haben, ist ein Executable, eben besteht aus dem Namen und dann den Source Files oder Add Library. Ich möchte eine statische oder dynamische Bibliothek bauen. Ja, Add Library, erst einmal den Namen, dann Static, habe ich hier eingeklammert, muss man nicht angeben, er baut per Default Static oder eben Shared und die Source Files, ja, und wird das ganze Ding dann bauen. Man gibt die Namen, die ich hier angegeben habe, ohne eine Extension an. Der Grund ist, ja, die Extension hängt ja ab vom Betriebssystem. Unter Windows meinetwegen eine DLL, unter Linux wieder was anderes. Bei Windows hat man eine .exe, also unter Linux wäre das .so. Unter Windows hat man gegebenenfalls eine .exe-Extension, unter Linux nicht. Das Ganze ist eigentlich dafür gedacht, dass man ein CMake-File hat und daraus ja, Code für Windows, für Linux, für etc. Bauen kann. Das heißt, ohne Extension, die wird automatisch gewählt. Wir schauen uns das an. Wie schaut das aus mit einer Library? Ich habe das hier Stern, also wieder alles weglöschen. Das Bildverzeichnis ist wieder leer. Und da, ich habe hier ein kleines Beispiel. Lib. Ja, hier habe ich erst einmal ein Hello.c. Das ist nur die Library jetzt, also ohne eine Funktion main. Eine Hello.h. Im CMake-List steht jetzt drin nur zwei Include-File, zwei Include-Möglichkeiten. Erst einmal add subtract shared und static. Warum? Ja, ich habe dann im shared, da brauche ich mir die Library als shared Library. Gebe ich hier das shared an, eben aus dem Source Code, den ich vorhin in der Variable gesetzt habe. Und so werden dann die Variablen referenziert. Dollar, geschwungene Klammer, Variable Name. Und ja, ich sage hier, hoppala, ja, ich nenne das hier Hello Shared und hätte aber gern, der Name soll Hello sein, sprich Lib Hello.
www.earlyhello.so in diesem Fall. Und ich habe das Ding auch nochmal als Static. Und da ist auch nur eine Simic-List drin. Das Einzige, was ich hier sage, ja, bau mir die Library. Der Name ist Hello, bitte eine statische Library aus dem Source Code, den ich angegeben habe. Simic.lib. Ja, sucht mir wieder den Compiler, baut mir das ganze Ding. MakeHelp gibt an, was ich machen kann. Ich könnte Hello oder Hello Shared bauen. Oder einfach beides. Ja, baut mir erst, linkt mir das ganze Ding zusammen. Irgendwo habe ich eine Warnung gehabt, ja. Linken Sie Shared Library, libhello.so. Linken Sie Static Library, libhello.a. Also das Archive-File. Und ich habe die Libraries gebaut. Und die kann ich dann auch wieder installieren. Habe ich hier, ich glaube, noch nicht drin. Wenn man, ich habe das hier schon weitergeblättert, wenn man weitere Pakete verwenden will, gibt es eine Funktion Find Package, ja, und die sucht Zusatzbibliotheken, Libraries. Also die C-Bibliothek ist ja üblicherweise kein Problem, aber wenn man jetzt Qt verwenden will, Widgets verwenden will, SDL verwenden will, was auch immer, gibt es in der Regel immer ein Find Package, ja, den Package-Namen. WX-Widgets oder was auch immer, required heißt, ich brauche es unbedingt, es kann ja auch ein optionales Programm sein, also eine Funktion, die halt nicht notwendigerweise dabei ist. Gesetzt werden in der Regel Name found, also die Variable, falls das Paket gefunden wurde, Name libraries oder library oder libs, das ist nicht ganz einheitlich leider, die Variable. Falls die Suche erfolgreich war, also das ist dann der Name der Library, include dirs oder includes, ja. Falls man eben ein Programm, also falls man ein spezielles Include Directory braucht, ja, und man kann auch gegebenenfalls ein Executable finden, ja, wenn man halt meinetwegen. Was könnte das sein? Also wenn gegebenenfalls auch ein Programm irgendwie dabei ist, das gefunden werden sollte, das man dann ausführen kann. Eine Hilfefunktion ist auch noch dabei, cmake-help module find was auch immer, gibt die Dokumentation dazu aus. Wie schaut das ganze Ding aus? CD. Also ich lösche hier wieder alles weg im Bildverzeichnis. So, das ist jetzt das externe lib. Was habe ich hier gemacht? Ich habe gesagt, ich hätte gerne die lib.sdl verwendet. Ich setze das include directory, soll er bitte die Variable, die er da oben gesetzt hat, mit dem Find Package soll er verwenden und am Schluss das Target, Hello World, mit der SDL Library linken. Der Install-Befehl, der ist wieder dasselbe und mein Hello World. Also mein main.c ist jetzt ein Minimalprogramm für ein SDL-Programm. Ja, mache ein Fenster, auch da steht noch Hallo oben rein Ruhr. Man sieht, ich habe den Vortrag schon einmal irgendwo gemacht. Nicht Hello World, sondern externe lib. Ja. Baut das ganze Ding. Er gibt an, er hat die SDL gefunden. Er hat auch automatisch diverse Thread-Libraries, die eben die libstl benötigt, gesucht und gefunden. Er hat angegeben, das werden die Bibliotheken sein, stl-main.a, stl.so und pthread wird dazu gelinkt. Ich kann mir das Programm wieder bauen und in diesem Fall mit Hello World, ja, baut er halt irgendwie macht er irgendwie sein Fenster auf,
dass eben, also das ist eine Schleife, um das Programm mit externen Libraries zu bauen. Include-Pfad ergänzen, haben wir schon gesagt. Man kann hier auch durchaus, wenn man ein eigenes Projekt hat mit eigenen Header-Files, die verwendet werden, setzt man das einfach noch dazu oder eben von externen Paketen. Da werden gewisse Variablen gesetzt, die man hier angeben kann. Target-Link-Libraries linkt ein Target gegen die Libraries, die halt irgendwie gewünscht werden. Oder Link-Libraries linkt sämtliche Targets, sprich alle Programme, die ich baue, mit einem, in einem Projekt gegen die Libraries, die hier angegeben sind. Und Add-Definitions habe ich hier beim SDL-Programm nicht gebraucht, könnte noch gewisse Compiler-Definitions noch hinzufügen. Die Live-Demo, die habe ich schon gezeigt. Soviel zum Bauen von Programmen. CMake bietet noch viel mehr. Man kann mit if-Abfragen Variablen abfragen und wenn das der Fall ist, sprich zum Beispiel, wenn irgendwo angegeben wurde SDL found, sprich Variable found, wenn das die Library gefunden wurde, ja, dann mach dieses, wenn nicht, dann mach jenes. Man kann Texte bearbeiten, Dateien konfigurieren etc. Ich habe für CMake nicht mehr so viel Zeit eingeplant. Was man eben beim Install-Befehl, man kann erstmal die Targets installieren nach bin, sprich random destination bin. Die Libraries, ja, ich habe das hier aufgeteilt, würde man normalerweise nicht machen. Ich habe gesagt, die dynamischen Libraries installieren wir nach lib und die statischen Libraries, die Archive, installieren wir nach lib static. Ja, wird man nicht machen, man wird sie auch nach lib installieren. Ich zeige das noch einmal. Wir löschen wieder das Source Code Verzeichnis. Und ich habe hier eben ein Binärpakete Package. Das ist wieder lib. Ja, das habe ich da jetzt nicht drin. Catch options lib external lib. Ja, da habe ich jetzt kein Beispiel vorbereitet, tut mir leid. Und eben man kann auch noch neben Sachen, die man selbst baut, install files, zum Beispiel eine README-Datei. Könnte irgendwohin installiert werden, ein Directory, wenn ich irgendwo in einem Directory Dokumentation habe, könnte auch irgendwohin installiert werden. Wesentlich hier immer nur relative Directories verwenden, weil der Benutzer könnte sagen, ich bitte installiere mir das Ding nach opt oder opt Projektname und dann hätte ich gerne die Binaries in opt Projektname bin. Ich hätte die Dokumentation gerne in opt-Projektname-doc, ich hätte die Libraries gerne in opt-Projektname-lib, sprich hier immer nur lokale Pfade und nie absolute Pfade verwenden. Ja, CPEC ist das Tool, um Sachen zu paketieren, Source Code und Binary Code. Ich habe hier das teilweise schon gemacht, und zwar, wir löschen wieder das Build Directory. Source-Pakete war das, ja. Im Source-Pakete habe ich jetzt, ja, ich habe hier ein Git-Init noch gemacht, dass ich diverse Git-Dateien drin habe.
ich habe wieder ein main.c, ein readme.c, txt und ein cmake-list. Und was steht da drin? Da steht erst einmal drin, erstmal wie man das ganze Ding bauen könnte, interessiert uns momentan nicht. Es steht unter anderem drin, welche Source-Pakete will ich bauen. Ein tar.gz, ein tar.bz2, ein zip, ein tar.dz, also mit ursprünglichen komprimiert. Was soll ignoriert werden? Eben zum Beispiel Git-Files, da gibt man eine Regular Expression an, weil die .git oder .svn oder mercurials.hg, was auch immer Dateien, möchte man ja nicht im Verzeichnis drin haben. Was ich hier auch noch angegeben habe, ist Stern und dann die Tilde, weil das sind öfters Dateien, die am die der Editor als Backup anlegt. Und wie soll das ganze Ding heißen? Hello World 1.0 in meinem Fall und am Schluss Include CBack. Was man aufruft, ist erst einmal wieder CMake, Source-Pakete, macht wieder genau dieselbe Prozedur. Was ich hier mache, ich baue mir das Paket nicht. Ich könnte es bauen, aber interessiert mich nicht. Es gibt hier die Möglichkeit, Make Package Source. Ich baue mir erst die Source-Pakete. Ja, er ist relativ schnell fertig damit. Create Package. Er hat mir erst einen HelloWorld.zip generiert. Dann haben wir da einen Laserpointer. Ja, gut. Ist das einer? Nein, ich will einen Laserpointer haben. Aha. Ah ja, danke. Der Knopf. Ja, gut. Also er hat mir erst einmal einen HelloWorld.zip generiert. Dann hat er mir einen HelloWorld.tar.z generiert. Dann hat er mir generiert einen HelloWorld.sh. Ja, das ist ein selbst extrahierendes Archiv, das ich quasi von selbst extrahiert. Und irgendwo habe ich dann auch noch ein... So oben draus wahrscheinlich. Ja, das wird da oben sein, ja. Schauen wir mal. Genau. Also, was ich auch noch bekommen habe, ist das HelloWorld.tar.gz, das tar.bz2 mit bzip2 generiert und irgendwo das zip-File auch noch. Hier sehen wir die Dateien auch nochmal aufgelistet. Da dvzf, helloworld.tar.gz. Ja, gibt eben helloworld 1.0, wie ich das Paket benannt habe, und dann eben die Dateien, die drin sind, und das .git-Verzeichnis hat ausgelassen, weil ich, wie gesagt, wenn ich ein Source-Paket baue, will ich nicht die kompletten Git oder Subversion oder was auch immer Dateien drin haben. Und eben, was er auch noch gebaut hat, das war das HelloWorld1.0.sh. Ja, das ist so ein selbst extrahierendes Verzeichnis. Würde so ausschauen, HelloWorld.sh. Ein selbst extrahierendes Verzeichnis, ja, bin ich mit der Lizenz einverstanden. Ansonsten halt Ctrl-C drücken. Ja, ich bin einverstanden. Und er wird mir das ganze Ding hier extrahieren. Also ja, nicht installieren, er wird meinen Source Code hier rein installieren in dieses Verzeichnis, HelloWorld 1.0. Und hat er gemacht. Und in HelloWorld 1.0 ist der Source Code eben extrahiert worden. Das geht mit Make Package. Binary Pakete. Debian, RPM, ZIP und TAR. Es gibt eben noch mehr. Man kann auch noch Mac Pakete bauen, DMG oder wie die heißen.
ich glaube auch für Solaris, habe ich hier auch noch nicht verwendet. Ich gebe hier einfach nur an den Seabeck Generator, das habe ich auch beim Source Generator, beim Source Package angegeben. Welche Pakete will ich haben? DAGZ, DAPZ2, eben die Binary ist dann, ZIP, Debian und Pakete und RBM Pakete. Ich gebe hier einmal an eine Summary, die wird dann im RBM Paket oder im Debian Paket nur aufscheinen. Ich gebe hier an den Vendor, ja, der Hello World Team. Eine README-Datei muss ich angeben, eine Lizenz muss ich angeben, einen Package-Contact, das wird dann alles im RPM-Paket meinetwegen aufscheinen. Hier eine Sektion. Es gibt noch wesentlich mehr. Also ich habe hier nur eine minimale, einen minimalen Code angegeben, den man hier bauen kann. Am Schluss wieder include cpec. Wenn man das ganze Ding baut, ich lösche wieder mein Bildverzeichnis weg. Bin wieder leer. Package war das, glaube ich. Ich zeige es erstmal, was ich habe. Package. Also, ich habe eine README-Datei, ich habe irgendwie eine Lizenzdatei, CMEC-List-Datei und ein C-File. Und da steht im Prinzip genau das ganze Ding drin. Ich habe das hier oben noch gemacht mit, ich baue das Ding später dann auch noch für Windows. Aber momentan interessiert uns da eher nur der zweite Teil. Wir sind Unix, das heißt, ich hätte gerne eine ZIP-Datei, ich hätte eine DA- und BZ-Datei und als Generator bitte eine. Das für die Source-Files und das für die Binary-Files. CMake.package. Genau. Baut mir das ganze Ding. Was ich eben hier noch machen kann, ist anschließend das Make. Also ich baue erstmal das Make, das baut mir die Binaries und dann Make-Package baut mir dann die Pakete. Make, ja, das ist das Hello World Programm wieder. Make Package. Ja, baut mir erst einmal mit RPM ein, also da oben ein Debian-Paket, Hello World 1.0.deb. Es baut mir ein RPM-Paket, das ist hier gedreht worden. Auf dem Rechner läuft übrigens Ubuntu. Also ich baue mir hier das ganze Ding unter Ubuntu. Was ich hier nicht angegeben habe, was bei RPM und Debian-Paketen eigentlich selbstverständlich ist, dass man auch gewisse Dependencies angibt, die könnte man mit weiteren Variablen angeben, die ich hier nicht gesetzt habe. Und ich kann mir also anschauen, was er gemacht hat. Erst einmal das DAR-File, Hello World, ups. Also DVF, Hello World 1.0.dargz, BC2 ist dasselbe, halt nur mit BC2 komprimiert. Es gibt ein Hello World 1.0 und dann eben erst einmal ein Bin-Verzeichnis, da steht das Hello World Programm drin, ein Share-Doc-Verzeichnis, da habe ich die Lizenz reinkopiert, die README-Datei reinkopiert und wenn ich das irgendwo extrahiere, meinetwegen nach Opt oder User-Local, habe ich das Hello World Programm dann damit installiert. Ich habe ein RPM-Paket, das QIP, Hello World.RPM. Ja, das ist das Hello World Programm, wird vom Hello World Team zur Verfügung gestellt. Das ist die Description dazu, die Summary dazu, Größe etc. Ich habe ein dpkg-deb, wie geht das? Minus Contents oder so. Ja, und das zeigt mir eben den Inhalt der Debian, des Debian-Pakets an, die Dateien, die eben da drin stehen.
Das geht mit Make Package. Binärpakete. Man kann auch Source RPM-Pakete bauen. Das war in CMake früher nicht direkt dabei, sondern eben mit einem Zusatzpaket RPM-Tools. Damit kann man auch Source-Pakete bauen, also Source-RPMs. Wieder alles weglöschen. Source-RPM. Schauen wir mal, ob das das... Also RPM-Tools. Ja, ich habe hier das Use-RPM-Tools dabei und das CMake-Lists. Ja, baut mir das ganze Ding und ich hätte das ganze Ding dann gern auch als Source-Paket dabei. Also, make.rpm-tools, make-help, was kann ich bauen? Hello World RPM, jetzt mit dem RPM-Tools gebaut und Hello World Source RPM. Ich mache das einmal. Das funktioniert hier und er baut mir das Source RPM-Paket. Also, wenn ich das RPM-Paket bauen will, das wird fehlschlagen. Es fällt deswegen fehl, weil er sagt, was fehlt? CMake. Na, CMake ist natürlich vorhanden. Ich kann nicht einen CMake-Vortrag machen ohne CMake. Was fehlt, ist CMake als RPM-Paket installiert auf Ubuntu. Deswegen schlägt das hier fehl. Also auf einem RPM-System würde das Ding funktionieren. Es gibt seit CMake 3.7.0, und das ist jetzt vor wenigen Tagen erschienen, auch native eingebaut, dass man Source-RPM-Pakete auch native bauen kann, ohne das Zusatzpaket. Schaut so aus. Ja? Gibt es eigentlich schon einen Support für Snap oder ähnliche Formate? Oh, wenn ich sage, weiß ich nicht, klingt das nicht sehr kompetent, oder? Na, weiß ich nicht. Also, Source RPM schaut dann im Prinzip so aus. Ja, ich gebe hier auch wieder einfach diverse Variablen an. Den Source Package File nehmen, das Resource File, was auch immer. Und kann dann, wenn ich hier, habe ich schon alles weggelöscht, ja. Source RPM wird fehlschlagen. Wird nicht fehlschlagen. Er hat es mir einfach nicht gebaut. Er hat mir nur das Binary RPM gebaut. Ich mache das ganze Ding noch einmal. Und zwar nicht CMake, sondern in diesem Fall opt CMake 3.7.0. Bin CMake Source RPM. Und dann wieder Make Package Source. Und der baut mir dann auch. Habe ich eigentlich gedacht, wenn ich mich nicht vertippt habe, dass... Ah ja, genau, das Source RPM, ja. Also das geht mit einer CMake-Version, die am 11.11. erschienen ist, also erst seit wenigen Tagen. Ja, Cross-Compiling für Windows ist eigentlich ein anderer Vortrag. Ich erwähne es hier nur ganz kurz. Man kann natürlich auch unter Linux Windows-Binaries bauen. Schaut dann für sich so aus. Ups. Cross-Compiling. Ich habe wieder ein HelloWorld.c und ein CMakeLists.txt. Ja, hier setze ich zusätzlich ganz oben. Wie heißt mein Compiler?
In diesem Fall ist der SX36W64 im Minengewicht 32, das ist der Großcompiler, GCC etc. Mich sagt, wo ist das Target, also wo sind die Windows-Libraries. Kann das ganze Ding dann bauen, das würde man normalerweise als externes Toolchain-File angeben. Habe ich hier nicht gemacht. Punkt, Punkt. Ja, Cross-Compiling. Ja. Make baut mir logischerweise das Executable. Make Package. Baut mir mit ANSYS. Das ist ein freier Installer, der sowohl für Linux als auch Windows funktioniert. Baut mir das Binary, also das Setup.exe. Ja, das habe ich hier. Und wenn ich lustig bin, kann ich das mit Wine aufrufen. Reverb.exe. Und jetzt kommt der übliche Windows-Installer-Kram, wo man eben eine Lizenz möglicherweise akzeptieren muss, wie auch immer, um das Programm dann in diesem Fall unter Windows oder Wine installieren zu können. Kennt man, wie schon beim Installationsassistenten, jeder, der Windows verwendet, GPL, ja, klar. Nach C Programmfiles Hello World 1.0 oder 0.1, bitte installieren. Installieren und fertig. Und das Ding ist installiert und kann auch dann gegebenenfalls mit Wine wieder ausgeführt werden. Was auch nur dazu gebaut wird, ist der Uninstaller, das heißt, ich kann unter Windows das ganze Ding dann auch, Programmfiles, Hello World, 1.0 oder 0.1, ja, es kommt das Uninstall.exe und das Bin-Verzeichnis habe ich hier dann auch noch drin. So viel zum Thema CPEC, glaube ich. Ja, wenn man das ganze Ding testen will, ja, es gibt zwei Seiten. Der eine will es halt bauen, der zweite will es irgendwie hacken. Man kann mit Enable Testing und dann hinzufügen, dann mit Add Tests aufrufen. Es wird einfach das Binary, das ich gebaut habe oder was auch immer, ausgeführt, ein Programm ausgeführt mit diversen Kommandozeilenargumenten. Wenn der Exit-Code 0 ist, ist das ganze Ding gültig, ansonsten ist es ungültig. Schaut an und für sich so aus. Also, cut, Punkt, Punkt, sie test, was habe ich, irgendwie Numerik, ja, ich habe hier ein Programm, das irgendwas mal nimmt oder so, sprich drei Argumente, und 1 × 2 = 2, der Test wird gültig sein, ein fehlerhafter Test, 1 × 2 ist nicht 2, sondern 4, ist nicht 4, sondern 2, und hier habe ich irgendwie einen numerisch ungenauen Test, der wird auch irgendwie nicht stimmen. Das ist ungefähr die Wurzel aus 2, aber halt nicht genau. Ja, und hier habe ich dann noch irgendwie das Komma falsch angegeben. Also das hinten sind die Kommandozeilenparameter, die ich dem Programm mitgebe. CMake. Also das Programm selbst macht irgendwie main.c. ruft sie eine Malfunktion auf, wenn mal der beiden Argumente halt nach Integer konvertiert oder Float konvertiert, das dritte Argument ergeben, Return 0, ansonsten eben Return 1. CMake, da will ich hin. Was? So, ich habe irgendwas falsch gemacht. Executable, also
ich sehe das Ding jetzt. Kann es sein, dass er mit Alex Ross nicht klarkommt? Das Snake-File ist in den Sourcen generiert worden, nicht im Output. Nein, das soll schon stimmen. Also ich den. Jetzt bei dem Cynic-Aufruf unten die Zeile has been written to. Das ist nicht der Output. Habe ich das da angegeben? Ja, so gut, dann zeige ich, also Test, ich zeige eine Kleinigkeit noch. Ja. Also man kann auch Tests machen, wo man auf Regular Expressions prüft und entweder wenn eine Regular Expression vorkommt oder nicht vorkommt, kann man das ganze Ding machen und es gibt auch C-Dash, das wollte ich eben jetzt ja mit dem leider nicht funktionierenden Test zeigen, vielleicht geht es mit einem anderen. Es schaut an und für sich so aus. Ups. C-Dash gibt es entweder zum Selbstinstallieren als Software am eigenen Server oder, habe ich jetzt noch nicht, es gibt auch öffentliche C-Dash-Server. Ich habe hier einen C-Dash-Server laufen, der regelmäßig eine Software wie X-Maxima baut und hier zum Beispiel vor 6 Tagen, das wird mit Config gebaut, deswegen bekomme ich da eine relativ lange Liste. Eben mit diversen Warnings, die da eben generiert werden. Das Ganze gibt es als C-Dash quasi öffentlich, für öffentliche Projekte. Wenn man ein privates Projekt haben will, kann man dafür zahlen. Oder eben man hostet das ganze Ding selbst. Der Sinn der Sache ist, man kann dann eben das ganze Ding auf den C-Dash-Server selbst submitten und der Sinn der Sache ist, dass man das ganze Ding mit mehreren, der eine baut es unter Solaris, der zweite unter FreeBSD, der dritte unter Windows, der vierte unter NetBSD und das wird im C-Dash dann an für sich alles angezeigt, wie das ganze Ding ich habe hier zum Beispiel man kann es fast nicht lesen, aber es wird mit unterschiedlichen Umgebungen gebaut. Einmal tritt ein Fehler auf, einmal tritt er nicht auf. Ja, wie kommt man zu Hilfe? Es gibt Webseiten, es gibt ein Wiki, es gibt cmake-help oder helpful für die gesamte Hilfe, die ist relativ lang. Oder eben zu einem Kommando oder einem Modul mit --help-command oder help-module die Hilfe. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Falls es noch Fragen gibt, haben wir vielleicht noch eine Minute Zeit. So weit schon, ja, sage ich jetzt immer. Ich mache dazwischen die Werbeeinschaltung. Ende April die Grazer Linux-Tage. Ihr seid herzlich willkommen und Fragen? Ja. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank. Danke. Für den ganz interessanten und nur umfangreichen Podcast. Ja, dass das mit dem C-Test nicht hingekommen hat. Ja. Wir uns wiedersehen. Ja, hoffe danke. Ich auch. Gut, sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, ich brauche nicht. So, dann stecken wir.